Und damit einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal auf YouTube. Ja, es ist soweit. Die 5 Kilo schwere Degusta-Box. Jawohl. Die Box halte ich jeden Monat selber. Die kostet 15,99 Euro für euch. 14,99 Euro, wer schon Stammkunde ist, also seit längerem Zeitraum dabei ist. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Weitere Informationen zu der Degusta-Box findet ihr in den Infovideo. Und auch die Seite von meinem Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig streame und zocke verschiedene Spiele. Angefangen von Simulation, Strategie, Horror, Action, was das Herz begehrt. Und am 28.10. kommt ja der Gold Pass von Resident Evil Village raus und da bin ich auch live. 19 Uhr geht's dann los. Wer Lust hat, schaut rein. Wie gesagt, das ist die schwere 5 Kilo Degusta-Box. Bin ja mal gespannt, was da schönes drin ist. Unboxing-Messer ist am Start. Habe ich geschenkt bekommen von Kenji. Kenji Budo ist auch ein Streamer, der spielt aber nicht so oft wie ich. Aber ab und zu tut er auch schon mal streamen. Lange noch geredet. Lass uns mal anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Ich habe vorher schon mal ein Glas geholt, weil so schwer wie die ist und da steht auch zerbrechlich drauf. Könnte ich mir vorstellen, dass da Getränke drin sind. Oh, da lacht mir schon was Schönes an. Erst einmal die Spoilerkarte und ein bisschen Werbung. Die tun wir mal kurz zur Seite, sonst wissen wir ja, was da drin ist. Hui, Donnerwetter. Sehr leckere Sachen. Dann fangen wir mal hier an. Da als erstes haben wir seit letztem Mini-Bagel. Saletten kennt man ja von Lorenz, die immer diese Salzstangen, das gibt es als Beagle, also quasi diese kleinen, die mit Loch drin, so halt wie Donut. Hm. Wow, knusprig aus dem Ofen mit Meersalz. Hm. Sehr schön. Ich werde natürlich auch was probieren, aber nicht alles, weil sonst hält sie denn so lange. Als nächstes haben wir hier, die hatten wir auch schon mal drin, aber eine größere Packung. Und die sind sehr lecker. Pocket Coffee. So eine kostet ungefähr so 1 Euro, 1,10 Euro, sowas in der Richtung. Sieht man ja meistens an der Kasse. In der Quengelware ist das ja. Wobei das ist ja mit Kaffee, also ist eher was für Erwachsene. Also 16 plus. Sehr, sehr lecker. Habe ich mal zwischendurch mal ein Stückchen genommen. Sehr lecker. Als nächstes haben wir leckere EM Eukal, die Original mit der Fahne. Herzkirsch Schoko. Das sieht auch sehr interessant an. Man kennt ja Pfefferminzbonbon mit dem Schokokern. Und das ist jetzt mit Kirsche und Schokokern. Wie gesagt, EM Eukal, das Original mit der Fahne. Sehr schön. Habe ich auch nur, glaube ich, so noch nicht gesehen. Hm? Ja, bin ich mal gespannt, wie die schmecken werden. Für zu unterwegs, für die Arbeit. Dann haben wir als nächstes von Café Royal Crema Peru. Stärke 3, Säure 2. Bohnen. Also wer eine Kaffeemühle zu Hause hat oder eine Vollautomaten. Perfekt. Aus der Schweizerland. Gratis Probierpackung, 5 bis 7 Tassen, 50 Gramm. Wird wahrscheinlich also auch 0 Euro sein. Wenn das hier schon gratis draufsteht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht an Spoilerkarte ein Preis drin stehen wird. Dann haben wir was von Öls, die sind sehr gut. Da war ja auch schon mal öfters was drin. Und diesmal haben wir Minibar Butter Croissants, Alpenbutter aus Österreich, aus Austria. Schweizer, Austria, ja, was soll denn besser geben? Alpenbutter. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Solche schönen, leckeren Minibar-Croissants. So.
Also bis jetzt ist die Box super genial. Also mir gefällt sie. Wenn sie euch auch gefällt, Link in der Videobeschreibung. Dann habt ihr vielleicht beim nächsten Monat auch wieder sowas Leckeres drin. Dann haben wir als nächstes Tee. Bad Heilbrunn. Oh, das ist irgendwas ausgelaufen. Ich glaube, ist das ausgelaufen. Hier ist es nämlich nass. Ei, 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 ei. Kurkuma und Holunder. Das ist irgendetwas ausgelaufen. Mal probieren. Ja, aber was ist das ausgelaufen? Ah, sieh doch was. Kurkuma Holunder. Bad Heilbrunn. Das ist auch eine teure Marke. Das ist ein Gesundheitstee. Schade, da ist irgendwas rausgelaufen. Aber ich weiß nicht was. Vielleicht sehen wir es gleich. Die Katastrophe in Form einer kaputten Flasche. Hier haben wir nochmal Kaffee. Crema Peru, also der gleiche. Aus der Schweizerland. Kann man gut gebrauchen, so. Ich mache die immer so mit dem Zauberstab kann pürieren. Klappt auch super. Ja. Aha. Aber ich sehe bis jetzt nichts, was ausgelaufen sein könnte. Dann haben wir Mühlhauser Thüringer Pflaumenmus. Passt sehr gut mit dem Mini. Schön mit dem Messer so dran, abreißen, genießen. Mit den Croissants passt das sehr gut. Ein leckeres Pflaumli. Pflaumenmus. Das Original seit 1908. Schade, nicht 1909, das wäre perfekt. Aber auch gut. 225 Gramm, ja, so 3 Euro musst du schon mitrechnen. Klebt alles, muss man gleich mal die Finger waschen. Dann haben wir als nächstes Candis. Krustencandis von Diamant. Auch eine sehr, sehr alte Marke. Diamantzucker. Sehr gut fürs Tee. Passt hierzu mit. Also das ist schon wieder richtig super. Klasse. Krustencandis, typisch karamellig. Auch so 3 Euro, schätze ich mal. Mal sehen, ob ich recht habe. Dann haben wir als nächstes... Ja, ich glaube, das ist die Ursache. Oder? Total nass die Flasche. Die Limo. Sirup Original Zitrone Limette. Er gibt 5 Liter. Natürlich ohne Süßungsmittel. Tropf, Tropf, Tropf. Aber sieh nicht, dass das irgendwie undicht ist. Das ist so zu hier oben. Ich weiß nicht wieso. Mäh. Auf jeden Fall, damit kann man bis zu 5 Liter Limonade machen. Also mit Wasser vermischen. So ein Konzentrat. Die stelle ich mal dann auf den Boden. Dann haben wir als letztes was Leckeres. Die ist auch ein bisschen feucht und klebrig. Lieblich. Oh, das ist sehr gut. Blanchet Julie. Royal de France. Oh, was Französisches. Lieblich. Berg harmonisch. Ja, ich habe nicht mal ein Handtuch hier, was mich abtrocknen kann. Ein Rotwein. Sehr schön. Letztes Mal hatten wir ja einen Waldwein. Und das ist ein Red Wine. Die Box ist leer, aber ich weiß immer noch nicht, was hier ausgelaufen sein soll. Das hast du ja so klebt. Ich bin wie Fliegenfänger. Hose kommt sowieso in die Wäsche morgen. Jawohl, das war der Inhalt. Jetzt kommen wir zur Spoilerkarte und zur Werbung. Dann haben wir einmal dein Öls. Da war ja auch schon mal der da drinnen. Auch sehr lecker, mit Rosinen. Qualität und Tradition aus Österreich, Öls Mini Butter Croissant. Auf jeden Fall sehr lecker. Bisschen erhöhter Preis, aber dafür sind die sehr lecker. Dafür lohnt sich die Qualität. Also. Ah ja, hier ist der Wein. Der war ja letzten Monat drin, aus Australien. Auch sehr lecker. Also für Weinkenner, Weinfeind, ist das, lohnt sich das schon. 15,99 mit den Versandkosten. Jetzt fangen wir mit den Rechnern an. Öls Mini Butter Croissant 3,19 Euro.
Sei ist ein bisschen teurer, aber nicht lecker. Sie schmecken gut. Diamant Krustenkandis 1,79 €. Ich hoffe, ich vergesse dieses Mal nichts. EM Eukal Herzkirsch Schoko 1,50 €. Beim letzten Mal habe ich das überschlagen, leider. Kann ja mal vorkommen. Nämlich bei der Gedickete. Pocket Coffee, ich habe mit 1,20 € gerechnet. 1,10, 1,39 €. Ja gut, ist mittlerweile also ein bisschen teurer geworden. Inflation und Co. kennt man ja nicht so, ne? Leider. Der Blanchet Wein, der liebliche Blanchet Jules Rouge de Francais, mit seinen intensiven, fruchtigen Beerenaroma, eignet sich ideal zum Essen, Begleitung oder Zutaten für fruchtig, blampige Aperitifs. Der derzeit süße Geschmack der Beerenaromen werden durch eine leichte Würze ausbalanciert, arrangiert, also ausgeglichen. Ein perfekter Begleiter für schöne Herbstabende. 3,49 €. Das ist in Ordnung. Ich gebe auch Weine, die kosten weit über 20 € und schmecken wahrscheinlich noch nicht mal so richtig. Ne? Dann haben wir das Produkt des Monats, die Limo von Granini. Das ist die hier. Da, da, da. Wow. Hoho. Ja gut, das ist ein Konzentrat, da kriegst du 5 Liter raus. Ne? Aber 4,89 €, das ist schon ein stolzer Preis. Die Salettis, also die von Lorenz, kosten 1,99 €. Gibt es auch von anderen Namen, wie gut und günstig, das ist billiger. Die Mühlhauser, da habe ich mich aber total überschätzt, kosten gerade mal 1,79 €, das ist in Ordnung. Für eine normale Marmelade von Schwartau bezahlst du auch eine 2,50 €. Beispiel. Wir können auch alle anderen Sorten nehmen. Frei nach Schnauze. Dann haben wir den Bad Heilbrunn. Mit 2 € lag ich richtig. 1,99 €. Ah, man kennt die Preise so nach und nach. Dann. Oh, der Kaffee ist doch da drin. Aber in die 750 Gramm Packung. Ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie berechnen kann. Das sind 50 Gramm. Also 100 Gramm. Zwei Stück. Brrr. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Hihi. Nicht 199. 1,99. Boah, ich habe den Plus vergessen. Hallo. Plus 1,99. Nicht 199, das ist ein Preis. Auf jeden Fall bei 750 Gramm ist ein sehr, sehr teurer Kaffee. 17,99 €. Nur das Problem ist, bei 100 Gramm, also bei 1 Kilo wäre das einfacher. Das wäre dann 1,79 €. Sagen wir mal 1,50, zwei Stück. Ah, sagen wir mal 3 €. Keine Ahnung. Einfach mal geschätzt. Ja, das war's. Hab nichts vergessen? Nee. Somit haben wir einen Wert von 25,02 €. Zieht man die aber die 15,99 € ab, hat man ein Ersparnis von 9,03 €. Wenn ihr das so alles einzeln kaufen würdet, würdet ihr 25 € bezahlen. Und so zahlt ihr nur 15,99 € mit den Versandkosten. Jeden Monat kündbar. Ja, jetzt werde ich noch was probieren. Habe ich ja versprochen. Was nehmen wir denn da? Ah, wir haben mal die Saletti. Saletti. Übrigens, das aktuelle gedickete Video ist auch online. Seit letzter Woche. Und nächste Woche kommt das neue gedickete Paket zu mir. So, wurde schon elektronisch angekündigt von der DHL. So sehen die aus. Also ganz normal, wie so kleine Beagle. Ja. Der hat so ein Bierchen oder eine Cola, der keinen Alkohol trinkt. Lecker. Und meine Hände kleben jetzt wie ein Fliegenfänger. Muss man gleich mal die Hände waschen. Kann dann passieren, dass irgendwas vom anderen Paket kaputt ist, gegangen ist und dann ist das dann weiter raufgelaufen. Ärgerlich, aber passiert. Ich wünsche euch hiermit noch ein wunderschönes Wochenende. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen wie ein Träumchen, einen netten Kommentar und ein Abo, falls ihr noch ganz abgeschlossen habt, kostet euch nichts und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Video.
Und ich bin regelmäßig auf twitch.tv/bond1104. Link auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video, dann wird das Leaky Digital sein vom Oktober und das Upgrade, das hat's in sich. Jurassic Park. Freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dahin, einen guten Start in die neue Woche. Wo man das Video sieht. Tschö mit Ö.